Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt zur Feldnummer 44 fahren und dort düngen. Der Bauer möchte dazu haben, bekommt er seinen Dünger. Und dann schauen wir weiter, was wir noch machen können. Ne? Irgendwas finden wir schon, aber gibt es immer genug. Aktuell wird auf einem kleinen Feld gedüngt, 36 oder so. Wirklich klein. Da wird bald die Meldung kommen, dass es geht. Dass es dann fertig ist. Und wir müssen auch links, nächsten Feld links ran an. Also ein Stückchen fahren noch. Können wir leider die Karte anmachen, die kleine. 44 war gewesen. Na, nicht 15. Das ist ein bisschen zu heftig. So, das 44, da mal gleich mal Kurs generieren. Bei den Feldern, die mir nicht gehören, da speichern wir nicht ab. 2, machen wir auf 7, auf 0. 1 Fahrzeug, Feld 44, Kursgenerierung. Hier Feld 36, muss was fertig sein. Zurück. Einstellen. Da gehen wir gleich rüber. Der wird gleich Meldung kommen, fertig ist. Der hat mehr zu tun mit Wenden als mit Düngen, ne? Und da geht es gleich nächste Mission. Sobald fertig ist, kann man da gucken. Das dauert nicht mehr lange. Die Arbeitsbreite ist ziemlich hoch, 30 Meter. Schon mal. Müsste jetzt, ist fertig, ne? Gerade dran gedacht und jetzt ist schon fertig. So, abschließen. So, 44 aktiv, 28 düngen. Ja, okay. Düngen geht mit den Streuer. Mein lieber Kollege Kansi hat mal an der Spritze da gearbeitet. Der hat sich böse geärgert. Und wegen der Bäume. War ja Kursplay bei den Kurven nicht so, ne, das einberechnet mit den Streuer. Aber gut. Er hat mir vorher nicht gefragt, wie das ist, wenn es so ist. Weil ich hatte die Erfahrung schon mal früher gemacht. Also mit Spritze düngen würde ich nicht machen. Ne? Was der nächste soll hier sein. So. Jetzt muss man schauen, wie wir besser hinkommen. Ne? Nur diese Waldwege sind immer so schlungen, ne? Ah, wir werden schon einen Weg finden hier. Fahren wir in die Natur. Und dass wir keine Tiere sind, außer Krähen, ne? Müsste man ständig mal Haufen fahren. Ne? Die Gefahr mal groß, so. Und dann Wildtiere, die mögen das so am Wald. In der Lichtung. Offene Felder. Ha, Raps. Ja, Raps ist gut. Da hatte ich ja auch so ein Ding gemacht hier, ne? Raps angepflanzt im Herd und frühe Menschenskinder, das ist gekeimt oder ist angepflanzt, angezeigt, ne? Oder fehlgeschlagen, die Meldung kam ja auch nicht. 28, Mensch, Junge, na, wie wird das jetzt gemacht? Na denn, ne? Hafer ist das, ja, das ist Hafer. Das ist Hafer. 28. So 28, ne? Jo. Bis 28. Kursgenerierung 28. Zwei Fork am Ende. Weich. Ist ja im Grunde egal, wo wir anfangen, ne? Naja, hier ist ein bisschen schwierig. Hier ist die blöde Insel da. Muss ich mal ganz kurz wieder mal sehen, dass ich das aktiviere. Die nächste Schwierigkeit, ne?
Muss ich jetzt berechnen, das dauert ein bisschen, das kann ein bisschen länger dauern. Ich hoffe ja nicht. Dann können wir noch Kaffee holen, ne? Ist ungünstig von der Zeit her, ne? Am Anfang ist blöd. Aber so einen großen Ganzen geht er. Ich habe meine Sorge, dass hier oben. Ich muss das zwar blöd wenden, aber das geht. Hier zum Beispiel, das wäre auch so ein Knackpunkt, wenn das hier zum Beispiel im Wald wäre, ne? So. Gut, das läuft, ne? Dann müssen wir schauen. Feld 44 hat gerade angefangen, das dauert noch ein bisschen. Hier müssen wir auch noch mal düngen, aber da müssen wir warten, bis es gewachsen ist. Oh, wo ist ein Traktor? Da nicht, da. Fahren wir weiter. Wie gesagt, ein paar Missionen kann man ja machen nebenbei. Müssen die beiden Anhänger wieder verdienen, ne? Ich meine, die zahlen schon heftige Preise, die Bauern, ne? Für Düngen. Das passt, glaube ich, nicht ganz zusammen von der Realität her, ne? Wenn du jetzt ein Feld Erden annimmst, dann ist es auch ein bisschen arbeitintensiv und dann ja, passt das nicht zusammen. Weil Düngen geht ja, ja, vorbeigefahren, ne? Düngen geht ja eigentlich einfach. Streuen und fertig. Müssen drehen, müssen da. Deutsch mal wenden. Können aber nicht um die Felder fahren, das geht nicht. Das sind meine. Der Schaden wäre zu hoch. Hier können wir mal ein bisschen reinfahren. Ich versuche mal rückwärts zu wenden. So wie das auch blöd, da reinzufahren. Hier müssen wir ein bisschen Tastatur machen. Ah, das geht doch alles. Weg, ihr Krähen. Wir hätten doch auch Möwen nehmen können, das wäre viel schöner gewesen, ne? Statt Krähen. Dann wäre das Geräusch ein bisschen anders. Auch nicht angenehmer, aber wie gesagt. Also im Norden sind viele Möwen unterwegs, besonders bei Sturm. Dann gehen die auf Land. Bringt ihnen in Sicherheit, ne? Aber nutzen wir auch, wenn der Bauer jetzt flügt, zum Beispiel, dass dann viel Insekten zu holen sind, ne? So, da sind wir. So, die Ernte ist vorbereitet für Felder, drei Felder. So. Das wäre das. 1, 2, 3. Gedüngt wird auch. Dann müssen wir gleich mal die Strohanhänger vorbereiten. Unsere Spezialfahrzeuge. Die Geräusche machen sehr toll, ne? Also soundmäßig, da hast du richtig gute Geräte bei, ne? Ob die reell auch so klingen, das ist mal, naja. Mach sein. Muss aber nicht sein, ne? Das ist aber. Wir haben noch einen Traktor da, ne? Aber nur einen. Ach ne, wenn ich jetzt zwei, ist schon okay. Stroh sammeln vorbereiten jedenfalls. Das passt schon so. Ah, juckt die Nase. Das Gesicht. Bart juckt. Hier fangen wir an mit Feld 60. Und später geht es weiter mit den anderen Feldern. Mist können wir noch machen. Mist.
Time, haben wir jetzt Zeit, haben wir 10 Minuten jetzt. Ja, die Zeit vergeht normalerweise schnell normalerweise, ne? Und man sieht hier schon 3:30. Aber die Vorbereitung ist wichtig, dass wir gleich dann, sobald das fertig ist, gleich loslegen können, ne? Hoffen wir mal, dass es trocken bleibt, dass kein Regen kommt. Sonst hätten wir ein kleines Problem. Nur ein kleines. Naja, es trocknet ja wieder, ne? Im Sommer geht es ja alles einigermaßen noch zügig. Und wenn wir da ist, puh, der raucht ganz schön. Ich würde den Grünen gar nicht freuen, wenn er so raucht. Ich sag mal, das sind die meisten Stadtmenschen. Und die wissen gar nicht, was im Lande so läuft. Wenn du früher dran denke, ganz früher, wenn das Essen knapp wurde, in Anführungszeichen, oder man musste schuften dafür, da hat sich keiner für die Umwelt interessiert, im Großen und Ganzen. Da waren sie froh, wenn sie ihr Arbeitspensum geschafft haben, ne? So, da sind wir. Dann nehmen wir gleich den nächsten. Draußen regnet es schon wieder. So, sind wir da. Oh, Kante. Nehmen wir den. Krone. Müsste ich mal alle Pöttiger umstellen. Ups. Hängt in Luft irgendwie. Aber er kommt gut die Kurve rum, das ist gut. So, fahren wir in den nächsten Feld. Und dann wird bei Stroh sammeln, der wird losgelegt, sobald die Felder abgeerntet sind. Ne? Ich darf nicht alles einmal machen. Der Tank ist gut gefüllt. Reparaturbedürftig ist auch, aber gut. Muss ja mal warten, ne? So, ab geht's. 49, glaube ich. Ist im Grunde egal, das erste abkommt. Wenn die anderen Fälle fällt sind, kommen wir bei der Gerste in die Ernte. Und dann können wir gleich, ja, mal schauen, dass wir die 28 nochmal düngen können. Die 10. Hoffe ich jedenfalls. Und dann können wir es ja kaufen, ne? Ein bisschen Kredit aufnehmen. Denke ich mal, den Rest Kredit. Die Milch, mal sehen, ob ich den globalen Markt. Ich habe zurzeit auf dem Marsch keine Verwendung dafür. Leider. Gut, alles einmal geht nicht. Ich wollte eigentlich erstmal zu Dings bauen: Zuckerholzfabrik, Bäckerei und Mehlfabrik. Dass dann die Produktion davor laufen könnte bei der Bäckerei. Ja, gut. Könnte. Vielleicht fehlt was. Nicht, dass die Kassetten drauf. Da muss doch noch den Marsch umbauen. Naja. Muss ich mal sehen. Da muss ich in Safe-Datei was ändern. Dann muss ich das Video mal anschauen. Kann ich ja machen. Also im globalen Markt auch hinbekommen. Obwohl, das war relativ einfach. Man muss sich nur den Schlüssel kopieren. Dass man sicherheitshalber, falls der weg ist, warum ist der weg, ne? Dann ist es. Jo. Dann wäre dann wäre die Waren im Arsch. Dann wäre es weg. So, da haben wir es. Aber wie gesagt, sobald wie möglich in Marsch rausholen. Das kann ich auch einfach probieren. Mit 10.000 Silage kann man probieren. So. Das wäre das. Mal schauen, ob wir heute noch Milch verkaufen können. Wie gesagt, globalen Markt brauche ich keine mehr verkaufen. Da bringt dich jetzt nichts.
Weil aktuell brauche ich da keine. Ah, den Mist wollte ich noch fahren. Siehst du? Für die BGH. Das ist viel wichtiger. Vielleicht auch noch ein Förderband aufstellen, mal sehen. Für die Lage. Lohnt sich kaum. Wenn wir den Mist vergolden. Ich meine, wie gesagt, wenn ich das Dünger herstellen würde, das könnt ihr hier auch noch gut aufbauen. Ne? Dünger brauchst ja nur Mist und Gülle oder Gärreste. Ne? Und ist beides hier reichlich vorhanden. Zumindest die Gärreste. Gülle nicht so viel, aber Gärreste haben wir reichlich. Das ist garantiert voll. Unfall. Haben wir die Kurve nicht gekriegt. Also, ja. Den ersten Mal, ne? Dass das Container keine Kollision hat. Aber der LKW sieht aus, so. Oh, den muss ich wieder abgeben. Das ist ja ein Geleaster, ne? Den gebe ich ab. Sobald ich das erledigt habe. Und wieder steht, da kann man abgeben. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Sag mal tschüss. Und ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Und willkommen an jeden neuen Abonnenten. Haben wir einen neuen, der mir jetzt folgt, freut mich. Hoffe, dass es ihm Spaß macht, abends mal reinzuschauen. Ansonsten, wenn Fragen und Anregungen sind, einfach mal reinschreiben im Kommentar. Ich werde so früh wie möglich darauf reagieren. Ja, und dann, ja, sehen wir weiter, ne? Tschüss!